Es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Komm in Und die ich habe da, WhatsApp-Gruppe. genau, komm in die Dr. Kevin WhatsApp-Gruppe. S. Genau. Ich meine Ausbildung gekündigt gehabt. Wag mal was, versuch mal was, start mal was. Und hatte dann schon im Januar, Februar hatte ich schon mein erstes PA-Konto, das Office bei mir dazu gelegt. Als ich den Footprint-Chart verstanden habe, springt kein Trade hinterher. Das macht keinen Sinn. Es gibt so viele Setups jeden Tag. Ihr seht, wo die Cluster sind. Ihr seht, wo gehalten wird, wo wieder Käufer reinkommen. Und das ist ein Game Changer. Also es gibt nichts Besseres nach meiner Meinung. Ich sehe den Markt und dann weiß ich einfach, er kann nur steigen oder er kann nur fallen. Und das ist einfach Screamtime ohne Ende. Habe meinen Laptop mitgenommen, habe von dort aus kurz gearbeitet, waren vielleicht 20 Minuten oder 10 Minuten und habe $300 verdient. Herzlich willkommen. Mein Name ist Eugen Dimsenko. Zu meiner Linken sehen wir den lieben Emanuel. Emanuel ist bei uns bei der Trago. Und ja, heute geht es mal darum, dass wir eine kleine Erfolgsgeschichte euch erzählen möchten. Ja, über den lieben Herrn hier, der tatsächlich einer der Besten bei der Trago ist. Ihr habt ja bereits sicherlich, wenn noch nicht, schaut es euch gerne an, das Interview mit dem lieben Sven Wittrung angeschaut. War ein super Interview. Schaut es euch gerne an. Viele lehrreiche Sätze, die der liebe Sven gebracht hat. Und da knüpfen wir jetzt im Endeffekt an und interviewen die nächste Person. Und in dem Fall ist es jetzt Emanuel. Emanuel ist nämlich etwas, ist ein sehr besonderer Mensch. Du bist noch relativ jung und Yes. hast es zu jetzt schon sehr viel gebracht im Trading. Vielen lieben Und Dank. ich würde gerne ein bisschen, beziehungsweise wir wollen einfach mal den Teilnehmern hier des Videos mal ein bisschen erklären, wie du es geschafft hast. Ich meine, du hast ja auch teilweise jetzt, wo, wann war das, vor ein, zwei Wochen, eine Woche gehabt, wo du einfach mal 5.000 verdient hast. Yes. Du machst das Ganze hauptberuflich. Du Ganz bist genau. nicht mehr in der Schule, nicht in der Nee. Ausbildung. Ausbildung hast du Nee. so wie ich abgebrochen Ja. fürs Trading. Ja, Und nach 1,5 Jahren, genau. nach 1,5 Jahren. Und genau Yes. das wollen wir wissen, wie du das geschafft hast. Deswegen fangen wir doch einfach mal an. Was waren deine ersten Berührpunkte mit dem kurzfristigen Handel oder generell mit dem Trading? Und wie hast du damals das Trading für dich persönlich wahrgenommen? Wie kamst du überhaupt ins Ja, Trading rein? okay, ja. Also ich habe damals 2017, 2018 hat das angefangen mit dem Krypto-Hype. Das habe ich mitbekommen auf YouTube und Co. und habe dann gesehen, dass Bitcoin plötzlich bei 18 bis 20.000 gewesen ist. 2019 im Dezember ungefähr war das. Und da war ich dann schon neugierig, wie kann sowas passieren? Und habe mich dann so ein bisschen in die Materie eingelesen und habe das dann ein bisschen verfolgt und habe da auch dann schon ein, zwei so Trades abgesetzt, habe da noch nichts gecheckt, überhaupt nicht. Und bin dann letztendlich, bin ich dann in einer Gruppe gelandet über Signale mit Forex. Und da hieß es dann, komm in die Gruppe, la 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 la. Kommen in die Und habe da, WhatsApp-Gruppe. genau, komm in die Dr. Kevin WhatsApp-Gruppe. S. Genau. Und dann habe ich das auch gemacht, habe auf die Fresse bekommen. Und so in die Wege bin ich dann zum Future Handel gekommen. Okay, hast du lange Kryptos getradet? Nee, Bist relativ schnell zu den ich Forex-Handel. bin ziemlich schnell zu dem Forex. Was war der ausschlaggebende Grund, dass du zum Forex- und CFD-Handel geswitcht bist, anstatt bei den Kryptos zu bleiben? Ich habe da überhaupt nichts kapiert. Okay. Ich hab da viel gelesen gehabt und Generell diese ganze Coin-Thematik, ja, Tokens etc. war nicht. genau, Okay. das habe ich nicht kapiert. Und dann bin ich so zu den Währungen ge gewechselt und das hat auch nicht funktioniert. Da war ich in einer Signalgruppe und Was war der Grund, wie, beziehungsweise wie bist du denn letztendlich zu den Futures gekommen? letztendlich damals habt ihr Werbung geschaltet gehabt und da habe ich dann am Black Friday habe ich mir einfach die Ausbildung dann von euch damals gekauft und habe das Ganze einfach gelesen, so was macht Sinn in welchem Handel, habe das abgewägt und letztendlich bin ich dann eben beim Future Handel gehängen geblieben, ja. Okay, spannend. Also waren wir dein erster Berührpunkt mit dem Ganz Future-Handel. genau, ganz genau, ja. Sehr gut. Hast du davor was gemacht? Oder beziehungsweise währenddessen? Beruflich, auch schulisch? Ja, also ich habe ganz normal die Schule gemacht und dann habe ich halt die Ausbildung als Industriekaufmann angefangen gehabt. Und dann letztendlich habe ich dann noch gearbeitet gehabt und dann eben bei euch die Ausbildung Spannend. Wie lange hat es gedauert angefangen. bei dir? Beziehungsweise, wie hast du persönlich das erste halbe Jahr oder das erste Jahr im Future Trading wahrgenommen? Was würdest du sagen, waren für dich die größten Schwierigkeiten? Also die größten Schwierigkeiten für mich waren im Handel, das erstmal überhaupt zu verstehen,
zu kapieren, um was es überhaupt richtig geht. Und da seid ihr dann eben ins Spiel gekommen, dass ihr einfach von Anfang an wirklich sachlich alles erklärt und letztendlich auch bis zur Königsdisziplin, bis zum NASDAQ beibringt. Und zum Scalping, genau, zum Order Flow Trading. Bis zum Scalping, Order Flow Trading. Ja. Und ja, also ich habe 2000 und lass mich ganz kurz überlegen, 2021 habe ich meine Ausbildung gekündigt gehabt und dann Ende 2023, Anfang, nee, doch Ende 2022 war es und Anfang 2023 habe ich dann so die ersten richtigen Gewinne gemacht und so weiter und so fort. Aber ich hatte schon 2022 im Februar, März, hatte ich auch schon mein erstes BA-Konto und es hat dann einfach ein bisschen Zeit gebraucht, sich da in die Materie einzufinden. Wie kann man sich das vorstellen? Du wachst morgens auf und sagst dir, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich kündige jetzt einfach fürs Trading? Oder du hast ja sogar ein Trading Office, richtig? Ja, genau. Seit letztes Jahr im Mai habe ich mir das zugelegt. Genau. Wie kam es dazu, dass du sagst, ich kündige? Also ich war einfach so, ich war so jung. Ich war wirklich damals, glaube ich. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 22. Ich war damals 20 und habe mir so gesagt, so ey, komm, wag mal was, versuch mal was, start mal was. Und letztendlich bin ich dann im Handel bei euch eben hängen geblieben. Und das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Okay, und wie ging es dann weiter? Nachdem du gekündigt hast, warst du da schon profitabel oder warst du auf dem Weg dahin? Hattest ich, du schon? Ich war nicht profitabel, nein. Okay. Also ich hast bin du so ins kalte Wasser wirklich gesprungen und habe mich dann wirklich zusammengerissen, habe dann wirklich durchgebissen, habe auch wirklich gekämpft, habe die Videos Tag und Nacht tatsächlich echt geguckt. War damals, wir hatten unten in unserem Keller hatten wir WLAN, habe ich mich runtergesetzt mit dem iPad und habe wirklich die Videos gesuchtet. Okay, wie lange hat es gedauert? Bis ja, also bis, genau, bis also wie lange es gedauert hat, war, also es hat schon ein Jahr gedauert. Ja. Ein Jahr lang? Ja. Ist ja relativ schnell, meiner Meinung. Also ich habe die Ausbildung bei euch angefangen zu schauen und hatte dann schon im Januar, Februar hatte ich schon mein erstes PA-Konto. Das war nach wie vielen Monaten? Das war nach, also ich glaube, ich habe den Zugang, wann habe ich den Zugang bekommen? Es war im Januar oder November oder Dezember, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber dann zum Geburtstag hatte ich dann schon PA-Konten, genau. Okay. Und sprich, du wurdest funded bei Fremdkapitalanbietern? Genau. Und hast damit da die ersten Gewinne erzielt? Genau. Okay, cool. Wie hoch waren die ersten Gewinne mit dem Fremdkapital? Weißt du ungefähr noch? Ja, das waren auch vielleicht so 200-300 Dollar, so ungefähr. Aber das Problem ist, pro Monat? Der Threshold, der Threshold hat mich auch gefressen und dann bin ich halt rausgeflogen bei dir. Und dann hast du praktisch wiederholt? Genau. Okay. Genau, und das hat dann einfach ein bisschen gedauert und dann Ende 2022, Anfang 2023 lief es dann. Okay, lief's dann. Cool. Und dann habe ich mir letztes Jahr, im Mai war das, das Office bei mir dazugelegt, genau. Wo du nur tradest. Ja, wo ich nur trade und meine Kumpels, Grüße an euch an der Stelle, die dürfen natürlich auch vorbeikommen und da gibt es auch einen Fernseher, da gibt es Sofa, eine Terrasse, wo man chillen kann. Ist sehr cool, ist wirklich. Wo gezockt cool. wird nach dem Trading. Genau, zum Beispiel, ja. Sehr geil. Was war, oder gab es bei dir einen Moment, wo es einfach so Klick gemacht hat? Oder war das so ein eher schleichender Prozess? Als ich den Footprint-Chart verstanden habe. Den Footprint-Chart? Wo ich den Footprint-Chart verstanden habe. Wo ich live gesehen habe, was gekauft und verkauft wird. Wo ich gesehen habe, es kommen Käufer rein oder auch nicht. Oder dann letztendlich auch im NASDAQ, im 900er Tick-Chart mit dem kommutativen Delta, wo du einfach siehst, was abgeht. Okay. Das ist richtig. Wo du den Order tatsächlich rein puren Order-Flow verstanden hast. Ja, wirklich. Tatsächlich siehst, was der Order-Flow macht. Ja. Arbeitest du mit anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel der Heatmap? Ab und zu, ja. Wie wichtig ist für dich dieses Verständnis des puren Orderflows beziehungsweise des tatsächlichen Verständnisses, was am Markt abgeht, wo du wirklich siehst, wo wer was gekauft, verkauft, wo absorbiert wird, wo Positionen aufgebaut werden. Würdest du sagen, dass es ohne dieses wirklich wichtige Wissen, wo man den kompletten transparenten Einblick in den Markt hat und wirklich das analysiert, was zu sehen ist, würdest du sagen, dass das ausschlaggebend für den Erfolg ist? Ja. Und glaubst du, okay, ja. Definitiv. Punkt. Also definitiv, also wirklich. Glaubst du, du würdest es mit einer rein technischen, oberflächlichen Analyse genauso geschafft haben? Nein, auf keinen Fall. Wie hast du es geschafft, diesen Punkt zu verstehen? Weil viele hapern ja wirklich damit, das Verständnis aufzubringen, um überhaupt mit dieser Thematik klarzukommen und tatsächlich diesen Order Flow zu lesen. Wie hast du das gemacht? Screen Time zum Ersten. Ja.
Footprint-Chart einfach sehr, sehr lange beobachten, auch einfach mal nur den Footprint-Chart den ganzen Tag Ja. beobachten, über mehrere Tage hinweg, und dann kommt das einfach. Ihr seht, wo die Cluster sind, ihr seht, wo gehalten wird, wo wieder Käufer reinkommen, und das ist ein Game Changer. Also es gibt nichts Besseres nach meiner Meinung. Sage ich auch immer. Also wirklich, wenn ihr etwas nicht versteht, dann beschäftigt euch wirklich sehr penetrant mit dieser Thematik. Ihr versteht den Order Flow nicht? Nehmt euch mal für 2 Wochen nur die Heatmap. Beobachtet mal 2 Wochen lang nur die Heatmap. Tradet mal nur mit der Heatmap. Haut alle anderen Charts raus, damit ihr euch nur mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und durch die Screentime, durch die stundenlange Arbeit mit diesem Vehikel, mit diesem Werkzeug, werdet ihr in diesen 2 Wochen ein Verständnis dafür aufbringen und aufbauen, dass ihr so niemals aufbauen würdet, wenn ihr euch halt die ganze Zeit mit irgendwelchen verschiedenen Sachen beschäftigt und nie halt wirklich den Fokus auf diese eine Sache legt. Ja. Was würdest du sagen, welche Tools der Trallgo bzw. welches Wissen der Trallgo nutzt du im Moment am meisten für dich in deinem Trading? Aktuell Ja. Zeitpunkt, also ist eindeutig der Footprint Chart im S&P 500. Ist es mehr das Intraday Trading, was du betreibst, oder mehr das Scalping? Also aktuell mehr das Scalping. Okay. Mehr das Scalping In tatsächlich. welchen Märkten? Also Nasdaq. Aber ich schaue mir Nur halt Nasdaq. den Nasdaq aktuell Okay. tatsächlich wirklich. Und ich schaue mir halt den S&P an im Footprint Chart, was da abgeht, was da Sache ist, und suche mir dann letztendlich die Einstiege über den Nasdaq. Okay. Und dazu kommt das kumulative Delta, der 900er Tick Chart. So wie wir es im Grunde genommen Genau, ganz auch genauso lehren im Alltag. wie ihr es erklärt in eurer Ausbildung, so setze ich es um. Und ich habe mich auch nie für irgendeinen anderen Scheiß, sage ich jetzt mal, interessiert, sondern es gibt eigentlich nichts Besseres. Nee, also Ja, Fokus ist alles. Und ich habe schon viele Menschen kennenlernen dürfen, oder kennengelernt, auch persönlich kennengelernt, die uns hier in Dubai zum Essen eingeladen haben und so, die sich einfach auf dem Weg auch wieder verirrt haben oder mal wieder nach links geschaut haben, nach rechts geschaut haben, dahin sind und sich halt nie wirklich auf eine Sache fokussiert haben. das ist ein Fehler. Und wir sehen es ja, wir haben einfach absolute Maschinen bei der Trago, die einfach nur eine Sache machen, sich auf eine Sache fokussieren und zigtausende abräumen aus dem Markt, weil die sich entsprechend wirklich einfach an eine Sache halten. Und nicht nur du, auch viele andere sind super loyal zur Trago, sie stehen zur Trago. Sind wirklich dankbar, zeigen wirklich diese Dankbarkeit und Ja, wir sehen es ja auch, wirklich. wie Emanuel uns supportet. Er verdient kein Geld durch uns, durch die Trago, ja. Der supportet uns wie kein anderer. Bei Emanuel muss man sagen, du bist einer der transparentesten, die ich jemals gesehen habe. Danke. Du postest Broker-Statements, du postest auch deine, so wie ich, Die CQG, Balance. die Balance von CQG, wo man nichts faken kann oder sonst was. Du zeigst alle deine Trades, du zeigst deine Fremdkapitalgewinne Genau. entsprechend. So nicht anders. Ja, Ja, also wenn genau. ihr wirklich euch mehrere Real Trader anschauen möchtet, schaltet unter anderem gerne Emanuel an. Wir verlinken auf jeden Fall dein Instagram in der Dankeschön. Beschreibung, weil von dem Jungen kann man auf jeden Fall einiges lernen. Weitere Frage, die ich noch hätte, wäre Thema Intuition und Bauchgefühl. Jeder Trader hat ja so ein inneres Gefühl beim Trading. Ja, habe ich auch. Oftmals oder gerade am Anfang führt dieses Bauchgefühl einen gerne in die Irre und in große Verluste. Und da frage ich mich jetzt, welche Rolle spielt deine persönliche Intuition und dein persönliches Bauchgefühl eine Rolle in deinem Entscheidungsprozess? Und versuchst du oder beziehungsweise wie versuchst du trotz dessen rational zu bleiben und rationale Entscheidungen am Markt zu treffen? Hast du ein gewisses Bauchgefühl, auf das du hörst? Also ich kenne mittlerweile tatsächlich echt den Markt sehr gut, also auch jetzt, was den Nasdaq angeht. Und wenn ich habe einfach den Gedanken, ich sehe den Markt, und dann weiß ich einfach, er kann nur steigen oder er kann nur fallen. Und das ist einfach Screamtime ohne Ende. Und das ist einfach so. Und natürlich, es gibt Sachen, mit denen ich früher kämpfen musste, mit FOMO, sage ich jetzt einfach mal, mit dem, dass du Trades verpasst. Leute, wirklich, springt da nicht irgendwie hinterher, tradet morgen oder wartet eine Stunde, aber das ist wirklich, springt kein Trades hinterher, das macht keinen Sinn. Es gibt so viele Setups jeden Tag, und ob ihr das eine verpasst oder nicht, wen kümmert's? Hättest du mich das gefragt, hätte ich genau dasselbe geantwortet. Es ist, Krass. das Bauchgefühl ist viel mehr die eigene Gewissheit richtig zu nehmen, beziehungsweise die Markterfahrung, die du hast. Die Markterfahrung. Manchmal schaust du den Markt an und du sagst dir einfach ganz klar, der kann nur steigen. Es geht nicht anders. So, sie passt jetzt einfach so gut alles, weil du diese Szenarien schon so häufig gesehen hast, diese Setups so häufig getradet hast, gehandelt hast.
Und dieses Bauchgefühl ist schon nicht mehr das Bauchgefühl, sondern es ist einfach nur dein Kopf, der einfach alles gespeichert hat, verarbeitet hat. Ja. Und du jetzt einfach mit deiner Markterfahrung, die du über zig Hunderte und Tausende von Stunden akkumuliert hast, darüber führst du dann deine Entscheidung aus. Das ist so, ja. Hast du Routinen und Rituale persönlich, die zum Beispiel in deinem Alltag integriert sind, die du irgendwie durchführst? Ja. Also morgens, ich habe ja so gut wie es geht meine Freiheit eigentlich. Ich gehe morgens meistens in Sport, ins Gym bei uns zu Hause und bin dann so nachmittags gegen 14 Uhr im Office und bin dann dort vielleicht 2,5 Stunden, 2, 3 Stunden und dann kommen entweder meine Kumpels oder ich gehe raus und genieße meine Zeit aktuell. Ja, so sieht gerade so ungefähr mein Alltag aus. Also ich habe echt Zeit ohne Ende und dafür bin ich auch echt euch, der Tralgo, wirklich dankbar, dass ich auch das in dem jungen Alter machen kann, auf was ich Bock habe. Das ist schon geil. Das ist wirklich geil. Zum Beispiel gestern war ich dann in dem Beach Club, habe meinen Laptop mitgenommen, habe von dort aus kurz gearbeitet, waren vielleicht 20 Minuten oder 10 Minuten und habe $300 verdient, habe nebenbei Shisha geraucht und Pizza gegessen. Also wirklich, und hatte eine coole Aussicht. Also es ist geil, was mit Trading möglich ist. Das ist die pure Freiheit. Ja, das ist so, ja. Das ist echt. Brauchst Internet, ein Laptop, dein Kopf und kannst loslegen. Ja. Wie würdest du deine Beziehung aktuell zum Geld beschreiben? Gab es oder hat Trading deinen Bezug zu Geld ein bisschen verändert? Ja, ich kann mir einfach mit dem Geld, unter anderem, was ich habe, einfach auch die Sachen ermöglichen, die ich machen möchte. Zum Beispiel, gestern bin ich auf The Palm of You gegangen und da gibt es ja den normalen Circle und der obere Circle hat halt einfach mehr gekostet. Und da habe ich gesagt, so, ey, komm, ich mach das. Und dann habe ich das einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Aber du bist noch nicht so verrückt wie ich, wo ich alles schon in Ticks rechne. Nee, achso, nein, das mache ich nicht, nein. Das, ja. Also die Jungs hier im Office sagen, ich habe auf jeden Fall ein bisschen den Bezug verloren, weil ich immer sage, so, keine Ahnung, wir gehen jetzt. Das sind irgendwo, ja, nur 3 Ticks essen. Genau, ja, genau, wir gehen mit der Truppe essen, dann bezahlt man und sagt man, ja, Nasdaq bezahlt es. Nasdaq Pays. Nasdaq Pays sind nur 10 Ticks und Nasdaq mal mit 5 Kontrakten oder so, ja. Ja, cool, aber ich glaube, das wird dann noch kommen, wo du mal, keine Ahnung, ganz verrückte Dinge machst. Ja, wie wichtig ist für dich deine persönliche Balance zwischen dem Trading und deinem persönlichen Leben? Also Trading ist sehr wichtig für mich. Das ist eigentlich die erste Priorität, die ich einfach habe. Das ist auch meine Leidenschaft. Das ist das, für was ich lebe. Und danach kommt natürlich meine Familie und meine Freunde. Aber Trading ist schon wesentlicher Bestandteil. Ja. Ich sage es immer so, es gibt einfach eine gewisse Phase im Leben eines Menschen, wo man viele Dinge in dem Moment einfach zurückstellen muss, weil die Karriere einfach in dem Moment Vorrang hat. Ja. Und es kann auch durchaus sein, dass die Familie mal darunter leidet, ja, oder der Partner, ja, oder die Kinder, wenn man mal welche hat. Aber es geht einfach nicht anders, weil letzten Endes wissen wir leben in einer rein kapitalistischen Welt. Ohne Geld ist man, oder hat man es einfach schwierig. Und entsprechend, vor allem wenn man halt im Trading ist, braucht man sehr viel Zeit, man hat sehr viel Druck, man hat sehr viel Stress, man ist ja dauerhaft gestresst. Ja. Und dieser Stress überträgt sich natürlich auch auf sein Umfeld. Und da ist einfach super wichtig, irgendwie eine Balance zu schaffen zwischen dem Persönlichen, dass es auch nicht so wirklich auf die Familie abfärbt, auf die Freundin vielleicht abfärbt. Mhm. So dass du ja nicht viel kaputt machst. Das war bei mir ganz genau auch so. Ich habe auch meine Freunde zurückgestellt gehabt, weil ich auch meine Ausbildung gekündigt habe und meine Eltern gesagt haben, so, jetzt leg mal los, Junge. Das war auch schwierig, sie tatsächlich zu überreden und letztendlich war ich auch 18. Und ja, dann war das auch so, dann muss ich meine Freunde zurückstellen und habe an mich geglaubt. Und Erfolg ist kein Glück. Das bedeutet, Fleiß siegt am Ende. Und ich wusste, eben Eugen ist profitabel und letztendlich weiß er, wie man handelt. Habe seine Videos geschaut und heute stehe ich hier. Ja, durch eigene, aber natürlich auch durch sehr viel eigene Arbeit. Ja, durch sehr viel Disziplin auch. Es gibt ja sehr viele Menschen, die immer noch glauben, dass man sich jetzt einfach nur diese Videos anschaut oder irgendwelche Lektionen sich anhört oder sich generell irgendwelche Meinungen anhört von irgendwelchen Tradern, die profitabel sind, man automatisch diese Regeln adaptieren kann und selber automatisch profitabel wird. Aber das ist ja nicht so. Das sind ja einfach nur Werkzeuge, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Das ganze Wissen, das man zur Verfügung gestellt bekommt, was du daraus machst, ist ja deine persönliche Entscheidung und deine Sache. Es gibt ja Menschen, die nehmen das Ganze auf,
verändern nichts in ihrem Leben, machen so weiter, wie es zuvor war und wundern sich, warum sich halt entsprechend nichts tut in ihrem Leben und vor allem halt im Trading. Deswegen, es gibt einfach gewisse Dinge, die man durchaus beeinflussen sollte, verändern sollte, um dann einfach voranzukommen. Und das verstehen einfach leider sehr, sehr viele nicht. Ich verstehe, dass sehr viele Menschen Verantwortung haben, Familie haben. Sie können halt nicht so krass ins Risiko gehen, wie jetzt du. Aber da muss man es irgendwie anders ausklügeln, dass es halt doch irgendwie klappt und man genug Zeit dafür erübrigt. Und vor allem, dass man verdammte Scheiße das tut, was getan werden muss, um dahin zu kommen, wo man hin möchte. Weil viele glauben, es wird selbstverständlich, der Erfolg wird selbstverständlich kommen. Die Millionen, die kommen selbstverständlich, wenn man sich mal so eine Ausbildung durchgeguckt hat. Träumt weiter. Träumt weiter. Niemals. Mach das 10, 15 Jahre lang. Du wirst 10, 15 Jahre deines Lebens verschwenden. Du musst proaktiv machen, tun, lernen, leiden, sich absolut abstressen. Aber irgendwann zahlt sich das alles aus. Verstehen immer noch leider sehr viele Menschen nicht. Aber irgendwann kommt der Knall, der Weckruf, wo sie begreifen, dass das Trading nicht anders funktionieren kann. Und dann gibt es Menschen wie du, die es verstanden haben, die es dann durchgezogen haben und jetzt die Lorbeeren ernten. Das ist so. Wo der Wille ist, ist der Weg. Wo der Wille ist auch ein Weg, das ist so, ja. Was sind deine nächsten Schritte persönlich, um dein Trading jetzt die nächsten Jahre auszubauen? Was für Schritte würdest du jetzt unternehmen, die nächste Skalierungsstufe zu erreichen? Also natürlich Skalierung steht an. Und meinst du jetzt auch, was ich vorhab mit dem Geld, zum Genau, oder Beispiel, generell, was was mir erfüllen möchte? richtig, genau. Ja, also ich möchte mir auf jeden Fall einen Sportwagen kaufen, einen Audi R8. Kann ich nur empfehlen. Und letztendlich meiner Mutter auch eine Wohnung kaufen und ein geiles Leben haben. Ich finde immer, Geld ist so der Bezug für einfach schöne Momente für mich mit dem, was du dir ermöglichen kannst mit Geld. Und ansonsten erstmal entspannt leben, leben, Ganz traden, genau, ich bin noch traden, jung. traden, traden, traden. Traden, traden, traden auf jeden Genau. Fall und die Zeit genießt safe. Okay, wir kommen langsam zum Ende. Welche Tipps würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der heute mit dem Trading starten möchte? Also auf jeden Fall, ich kann wirklich nur von Herzen sprechen. Geht zu Tralgo, die sind profitabel, die erklären wirklich sachlich einfach, was Sache ist und ihr versteht das auch. Wirklich. Ich bin jetzt auch nicht der höchst Intelligente und ich habe es wirklich kapiert, was da abgeht. Das heißt nochmal auch nochmal einen herzlichen Dank für dich, dass du da auch die Mühe gemacht hast und das alles aufgenommen hast. Aber ja, auf jeden Fall, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ihr im Trading durchstartet, lasst euch nicht hängen. Es gibt immer Phasen im Leben, wo es schwierig sein wird. Geht ins Sport auf jeden Fall, zieht Gym durch. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen, um mich zu motivieren, um mehr Gas zu geben. Und schaut euch inspirierende Videos an. Wie du schon gesagt hast, man muss nicht intelligent sein, man braucht keinen überdurchschnittlich hohen IQ. Ja. Man muss kein Intellektueller sein, um im Trading zu bestehen. Man braucht Yes. einfach nur Fleiß, Fleiß. Fleiß, Ja, purer Fleiß. ja. Und Disziplin auf jeden Fall, ja. So ist es. Letzte Frage: Welche Tipps würdest du jemandem geben, der schon seit Jahren dabei ist, mehrere Ausbildungen durchlaufen hat, aber es nicht schafft, eine konstante Performance aufzubauen? Ich kann da schon mal einen Tipp sagen: Erstelle keine eigene Ausbildung. Nein, wirklich nicht. Verkaufe keine eigene Ausbildung. Nein, nein, wirklich. Also letztendlich, ich habe die Treibung angeschaut und ich habe auch kein anderes Wissen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ja? Wirklich. Okay. Und selbst wenn er jetzt die Ausbildung durchlaufen hat und immer noch hapert, was soll er machen, um endlich aufzuwachen, um was zu verändern? Was glaubst du, woran es hapert bei den meisten? Bei den meisten habe ich es. Einfach, wenn die schon zu viel geschaut haben, dass sie einfach vielleicht ein Durcheinander haben und nicht mehr Durcheinander. checken, was, wo der gerade Weg ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also das heißt, bedeutet letztendlich, fokussiert euch auf eine Sache. Das ist wesentlich. Das ist wirklich wesentlich. Fokussiert euch auf eine Sache und zieht das Ding durch. Spannend, ja. So ist es. Kommt von dir bald auch eine Ausbildung? Nein. Nein, wirklich nicht. Ich lebe mein Leben. Du hast sogar Angebote bekommen von Copy-Tradern. Ja, habe ich tatsächlich, aber wenn, Juckt dich nicht. ja, nee, also, Wenn, dann geht's bei der Trage los. yes, aber wie gesagt, ich bin 22 Jahre jung, ich habe bis jetzt keinen Weg bereut in meinem Leben und ich bin froh, wo ich heute bin. Ja. Wirklich, ja. Ich bin echt zufrieden mit mir selber. Ja, super. Ich denke, ihr werdet noch einiges von Emanuel sehen, auch bei unseren zukünftigen Projekten, die wir aktuell aufbauen. Denke ich, wird Emanuel
mit dran partizipieren. Sprich, ihr werdet da auf jeden Fall in Zukunft noch einiges von ihm sehen. Ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen, außer vielen lieben Dank für das Ich bedanke coole mich auch Gespräch. Ich für die hoffe, Einladung. sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Lasst für Emanuel gerne einen Daumen nach oben da. Folgt ihm auf Instagram. Schaut euch wirklich seinen Content an. Er macht super geile Trade-Erklärungen. Er weiß, wovon er redet. Er ist profitabel, nachweislich profitabel. Nicht wie die meisten anderen Pfeifen, die es behaupten, aber entsprechend eine Ausbildung verkaufen. Und ja, daher vielen lieben Dank und Gerne, sehr wir sehen gerne. uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.